Totgesagte leben länger und das trifft ganz bestimmt hier auf unseren König Markwart zu. Wird er noch so lange durchhalten, bis er hier diesen ersten Punkt verteilen kann, im Lebenswandel zur Herrschaft erzogen? Das würde nämlich durchaus Vorteile bringen, denn schaut mal, Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Wertpunkte und das wäre doch schön, falls sie diese noch erhalten würden. Und wir dann natürlich in Zukunft die Geschicke von Rothard, seinem Sohn und Erben, lenken. Ja, das braucht natürlich hier noch ein bisschen, denn ich glaube, er hat hier natürlich überhaupt gar keinen großen Vorteil, damit er schnell vorangeht. Und das dürfte hier eine ganze Weile dauern. Und dem Tode nahe, das hat er immer noch hier als Meldung. Er gilt ja hier immer noch als gebrechlich. Es ist nichts Positives geschehen bezüglich, dass die Ärztin ihm irgendwie noch einen Trunk gereicht hat, wodurch sich seine gesundheitliche Situation verbessert. Also, wir können da nur einfach hoffen und abwarten. Jetzt haben wir natürlich hier immer noch ein weiteres Problem, nämlich die Nordmannenarmee, die hier fleißig vor sich hin erobert, und die Westfranken, die hier das Kommando haben und führen, die stellen sich gar nicht groß an, diese Wikinger hier herauszufordern, sondern es wird sich einfach nur hier gesammelt. Vorräte sind stabil zumindest, also hier gibt es eine sehr hohe Versorgungsschwelle, also das ist nicht das Problem. Aber natürlich zieht sich dieser Krieg und wir sind hier natürlich auch im Minus. Das heißt, das wird immer schlimmer. Wir gucken natürlich hier auch nochmal rein. Ja, wir bekommen hier immer wieder diese Warnung vorgesetzt. Und ansonsten, Titel können geschaffen werden. Wir haben natürlich überhaupt kein Spiel. Wir können nichts machen. Das Einzige, was wäre, um uns hier leicht ins Plus zu manövrieren, wäre, dass wir diesen Graf Martin hier freilassen. Aber der soll natürlich hier im Kerker versauern. Von daher lassen wir einfach die Zeit hier weiterlaufen. Wir hatten auch unsere Armee hier angekoppelt, sodass wir hier nichts verpassen. Und ansonsten führen unsere Söhne natürlich hier noch ihre Feldzüge innerhalb von Deutschlands, beziehungsweise versuchen hier ihre Gebiete auszuweiten. Berthold ist nicht länger euer Leibwächter, der ist jetzt hier gestorben. Und es gibt jetzt hier noch einen Nachfolger, Vorkämpfer von St. Georg. Okay, da müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal reinschauen. Die Auszeichnung Vorkämpfer von St. Georg ist nun unbesungen und verliert all ihre Effekte. Nur die Zeit wird zeigen, ob Weibrecht von Wittenberg den ehemaligen Ruf des Titels wiederherstellen kann. Das ist jetzt hier der Nachfolger gewesen, richtig? Lass uns da vielleicht mal reinschauen. Was gibt es denn hier für Vorteile? Plänkler. Ich glaube, da müssen wir hier oben reingucken, oder? Das hilft gar nicht, wenn wir hier so drauf schauen. Sondern hier halt beispielsweise. Schweres Fußvolkschaden und... Ja, aber das kennen wir doch schon. Die zusätzlichen Regimenter, aber er ist noch nicht so weit. Er hat diese erste Stufe hier noch nicht erlangt und deswegen können wir hier nicht weiteres schweres Fußvolk anheuern. Nicht, dass wir das Gold dazu hätten. Ne? Was wären das andere, was hier noch mit dazu kommt? Das ist dieser Vorhüter. Der Unterhalt würde dann runtergehen. Das ist natürlich eigentlich auch ziemlich gut. Na gut, okay. Weiter geht's. Und jetzt sind sie hier jeden Moment eigentlich fertig. Nur noch 20 Tage. Und ich weiß gar nicht, der Kriegsstand ist aber hier immer noch bei 0%. Obwohl, sie haben doch hier schon eine Burg belagert, oder? Erfolgreich. Müsste der dann nicht ansteigen. So, jetzt haben wir hier minus 12%. Sie marschieren hier weiter. Der eine Teil der Armee war da richtig gebückt. Ja, also sehr geduldig, muss man sagen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. König Markwart von Deutschland hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 67 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Zu seinem Tod war er längst nur noch eine leere Hülle, bar seines früheren Verstandes. König Rothard besteigt den Thron. Er ist ein kalter und gefühlloser Mensch und die Vasallen des Reichs werden sich schwer tun, sein Vertrauen zu gewinnen. Er befindet sich hier auch im Krieg, wie man sieht. 41 Jahre alt. Ja, vielleicht noch ein paar Jahre hier, ein paar Worte zu den Jahren hier mit König Markwart. Er war doch ein sehr, sehr auffälliger Herrscher jetzt hier. Wahrscheinlich der prägnanteste Charakter, nicht nur, weil wir ihn jetzt hier als letztes
gespielt haben, sondern einfach, weil er auch natürlich der erste König hier in dieser Dynastie ist. Und vor allem finde ich seine Geschichte recht erstaunlich. Ja? Er wirkte wie so ein junger, unerfahrener, pummeliger Bengel und auch reichlich verwöhnt von seinem Vater, nur ein bisschen gezüchtigt durch seinen Großvater damals. Markus war das, glaube ich. Und dann hat er, ja, er hatte auch einfach, das muss man sagen, eine große Klappe. Hat überall verkündet, was er vorhat, und er wurde eigentlich nur ausgelacht. Niemand hat ihm geglaubt, aber was ist dann daraus geworden? Er hat eigentlich fast hier alles erfüllt, was er sich vorgenommen hat. Nur ein großes Ziel halt nicht. Das war die Rückeroberung Bayerns sozusagen, um Bayern zu alter Größe zu führen. Wobei man sagen muss, dass die ganze Geschichte, dass er dann überhaupt König von Deutschland wurde, ja auch eher überraschend kam durch diesen Anspruch. Und es ist wirklich bewundernswert, wie weit er da gekommen ist. Und er hat es wirklich nicht leicht gehabt. Ja, auch die ganzen Vasallen, die gegen ihn natürlich aufbegehrt haben, das alles wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dann ist er seinen Verbündeten natürlich auch stets ein zuverlässiger Bündnispartner gewesen. Und jetzt wird es hier weitergehen mit König Rothard, den wir natürlich noch nicht so gut kennen. Den schauen wir uns gleich nochmal genau an. Wer seine Frau ist, wer seine Kinder sind und so weiter und so fort. Jetzt können wir natürlich hier auch nochmal schauen, was er erbt. Er erbt hier das Königreich von Deutschland, die Grafschaft von Innsbruck und die Grafschaft von Erbach. Den Titel, das Herzogtum von Tirol, hat er irgendwie zerstört. So, und bei der Nachfolge verlorene Titel, Prinz Wenzel bekommt hier noch etwas, okay. Beziehungsweise wir könnten das hier, glaube ich, noch mehr auszeigen. Nee, können wir gar nicht. Okay, jetzt gucken wir mal hier noch zur Abstammung. So ein kleiner Rückblick hier. König Markwart, dann Herzog Wernher, der Vater hier. Und hier Herzog Markus. Und das, ich glaube, vieles wird hier vielleicht, oder König Rothard wird vielleicht eher seinem Urgroßvater hier ähneln, dem Herzog Markus. Der war auch so ein bisschen gnadenlos, nicht sehr gefühlvoll. Herzog Werner hat ja immer ein sehr enges Verhältnis zu seinen Kindern gehabt. Eigentlich König Markwart auch. Er hatte nur ein paar verschiedene und sicherlich viel zu tun. Aber er macht mir eher so den Eindruck, als würde er eher nach seinem Urgroßvater hier kommen. Und wenn wir mal noch zurückschauen, dann haben wir ja hier noch diese ganzen Vorgänger. Graf Meginhard II., Graf Gunpert, Graf Udalschalk und Herzogin Ulrike. Aus der Linie stammt das nämlich hier. Und hier ganz am Anfang war natürlich Herzog Gunpert der Erste. Und hier sieht man auch nochmal ein bisschen, wie alt die alle so geworden sind. Also hier auch 65, 61. Das heißt, König Markwart ist hier verhältnismäßig alt geworden. Und wir werden jetzt hier natürlich als König Rothard fortsetzen. Wir müssen auch schnell pausieren. Das mit der Legende und so weiter müssen wir dann auch nochmal überdenken, weil das sind riesige Kosten, die hier auf uns zukommen. Was man jetzt aber positiv sagen muss, ist, dass Rothard hier eine gute Reserve hat. Das heißt, er ist hier nicht verschuldet. Ja, der Erzbischof billigt ihn auch. Dann gibt es hier noch einen Artefaktanspruch, was, denke ich mal, wichtig ist. Oh, er hat hier sogar nur noch einen Komplott am Laufen. Wo schauen wir jetzt als Erstes drauf? Ich denke mal vielleicht auf seine Eigenschaften generell und dann gucken wir vielleicht mal in den Lebenswandel rein. Also hier, gefühllos ist er. So, und was bedeutet das hier eigentlich für diese einzelnen Punkte? Also Diplomatie -2, das kommt nicht gut an. Fürs Ränkespiel ist das allerdings ganz gut, weil er ist halt einfach skrupellos. Schreckenszuwachs plus 25%. Bei der Tyrannei hat er ja auch diesen, oder Tyranneizuwachs minus 20%. Das heißt, er kann sich da eher mal ein tyrannisches Verhalten leisten, beziehungsweise da tendiert er wahrscheinlich auch mal dahin, ja. Einfach weil er auch keinen Skrupel hat. Und der Schreckensverfall dauert auch länger, was auch gut ist. Generelle Anziehungsmeinung ist runter und enge Verwandtschaft und Meinung von höfischen Vasallen ist aber auch ein Abzug. Also Meinung könnte hier wirklich ein Problem sein. Boah, und schaut mal, was er hier für Kinder hat. 6 Kinder. Und das hier alles noch Töchter. Ich weiß gar nicht, da müssten wir vielleicht auch nochmal schauen. Er hat ja auch eine Domäne noch zu viel. Ja, er ist aber wie sein Vater hier ein religiöser Eiferer. Und das kann natürlich sehr interessant sein. Das heißt, hier diese Unterstützung natürlich auch. Hier müssen, ich
bin mir gar nicht sicher, haben wir hier überhaupt noch das Bündnis? Können wir das neu schließen mit Westfranken? Er wird aber nichtsdestotrotz hier Westfranken unterstützen gegen die Heiden. Das sollte relativ klar sein. Und er ist auch ungeduldig. Das bedeutet, hier im Bildungswert geht runter. Minus 2. Monatliches Prestige aber rauf. Meinung von Lehnsherrn minus 5. Okay. Aber hier bezüglich der Komplottstärke. Er reist auch schneller, ja. Reisesicherheit dafür aber niedriger. Und wieder die Meinung geht runter von höfischen und parochialen Vasallen. Ja, okay. Und dann hat er hier natürlich noch weitere Bereiche. Also er hat hier diese Bildungsausbildung genossen, gilt ja als scharfsinniger Intellektueller, ist also ein schlaues Köpfchen, hier ein 16er Bildungswert. Er gilt ja schon als Pilger, hat er schon eine Pilgerreise unternommen, so wie es aussieht. Dann gilt er als kerngesund. Er hat natürlich hier nur einen gesundheitlichen Makel und das ist sein eines fehlendes Auge und ich glaube aber, dass das in einer Schlacht geschehen ist. Gibt hier sogar Bildung nochmal plus 1. Leider Abzug bei Kampfgeschick. Natürlicher Schrecken geht auch nochmal rauf. Ja, hier. Also, dass er dann auch noch so vernarbt ist hier. Er sieht halt kampferprobt aus. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das durch Schlachten entstanden ist. Oder ob das eventuell durch Selbstgeißelung passiert ist, ja. So, was haben wir denn noch hier für Anhaltspunkte? Den Traditionen der Kriegsführung treu. Dieser Charakter verteidigt vehement die Überlegenheit seiner tradierten Methoden der Kriegsführung. Söldneranwerbekosten bei gleicher Kultur geht runter, okay. Das ist auch interessant. Er ist abergläubisch, okay. Das Leben dieses Charakters wird von einem Glauben daran bestimmt, dass übernatürliche Einflüsse Glück oder Pech bringen. Auch gut zu wissen. Und er ist hier ein Turnierbesucher. Dieser Charakter besuchte ein Turnier und genoss die Eindrücke und Anblicke. Anspannungszuwachs geht da runter. Ja, und jetzt schauen wir vielleicht nochmal seine Frau an. Und zwar Königin Konstanze von Deutschland. Cousine, Gattin und Königin von uns. Okay. Und die hat hier so einen leicht roten Teint. Das bedeutet hier, sie ist ein Trunkenbold und auch Flagellantin. Gilt als arrogant, großzügig und keusch. Ja, und trotzdem hier diese vielen Kinder. Das ist natürlich hervorragend, weil eigentlich gibt es hier natürlich diesen Fruchtbarkeitsabzug von minus 25%. Das ist schon mal ganz interessant. Hier übrigens die Eltern von ihr, Graf Teudebur von Baden, ja, und Richardes von Kämpfen. Deswegen auch hier Cousine. Okay, dann können wir uns, denke ich, hier auch nochmal die Kinder gleich anschauen. Vielleicht sollten wir aber auch nochmal auf die Beziehungen blicken. Er hat hier zwei Rivalen. Einmal Lothar, den Ratsverwalter und Hofchronisten. Auch hier läuft halt dieses Mordkomplott gegen ihn. Hier können wir hier nochmal sehen, wodurch das geschehen ist. Gerieten in eine kindische Essensschlacht, als sie im Speisesaal von König Markwart waren. Okay, also und hier deswegen einen Mordkomplott wegen der Essensschlacht. Ja, wobei die Essensschlacht ist bestimmt auch geschehen aufgrund verschiedener anderer Meinungsverschiedenheiten davor, kann ich mir vorstellen. So, und dann haben wir hier noch Gräfin Biljana von Ravensburg. Und warum gerieten in ein Handgemenge, als sie eine Unterbringung in Innsbruck teilten? Okay, das ist natürlich auch interessant. So, und er müsste ja natürlich eigentlich noch einen Titel abgeben, es sei denn, wir können mal hier schauen, ist sie denn sehr bewandert hier, was die Verwaltung angeht? Sie könnte ihn natürlich hier noch mehr unterstützen. Okay, so, jetzt gucken wir aber, denke ich mal, als allererstes hier in den Lebenswandel rein. Und er hat hier schon begonnen bei der Bildung. Das heißt, da machen wir, denke ich, weiter. Das nächste, was ich anbieten würde, ist natürlich hier das Ränkespiel oder halt die Kriegsführung, je nachdem. Wir gucken mal, was er hier so ausgewählt hat. Okay, also er ist hier auch der Theologe, hat das hier komplett abgeschlossen. Das heißt, wir könnten das jetzt hier ändern. Und er macht mir jetzt nicht so den Eindruck, dass er seinen Körper jetzt besonders stählen möchte oder dass er hier ja besonders ein Gelehrter ist. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mal schauen, ob wir hier ihn in eine dieser Richtungen gehen, Kriegsführung oder Ränkespiel. Bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. Normalerweise würde ich sagen, Kriegsführung würde natürlich immer was bringen. Wir gucken vielleicht mal in diesen Konflikt hier rein, was das überhaupt für einer ist. Also er ist hier halt immer noch in diesem Krieg gegen die Nordmannenarmee, aber er verteidigt sich hier gegen Gräfin Konstanze von Bamberg. Befreiungskrieg, gucken wir nochmal rein. Ah,
und da ist er hier. Nur ein Verbündeter, also nur von seinem Bruder. Und Prinz Magnus kerkert alle aufständischen Vasallen ein. Okay, also er versucht aber hier selber nicht gerade unbedingt einen Krieg zu führen, beziehungsweise er ist, glaube ich, damit fertig. Er hatte, glaube ich, ja auch noch einen anderen Konflikt am Laufen. Ich glaube, deswegen hat er vielleicht auch noch hier eine Domäne mehr. Okay. Gefühllos. Und dieses Mordkomplott. Ja, also ich glaube, wir gehen mal Ränkespiel. Das bietet sich hier irgendwie erstmal an. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wo wir das hier machen. Einschüchterung ist natürlich auch interessant. Gerade wegen diesem Schreckensboni und so weiter. Komplotte, Unterwanderung, Geheimnisse. Hat er denn viele Geheimnisse und Druckmittel? Das wäre auch noch interessant zu erfahren. Also ich muss jetzt hier halt erstmal ein bisschen rumschauen. Versucht hier einen Bürgermeister zu beeinflussen. Feinstige Komplotte hat er hier. Und ansonsten hat er aber nicht irgendwie verschiedene Druckmittel und Geheimnisse, wie auch immer. Das heißt, Versuchung wäre auch eine Möglichkeit. Da hat er aber auch keine Beziehung, soweit ich weiß. Vielleicht doch eher die Einschüchterung hier. Natürlicher Schrecken. Und natürlich, wenn er hier bei seinen Vasallen und so weiter potenziell nicht so beliebt ist, weil er da diverse Abzüge hat. Er ist einfach keine besonders liebenswerte Person. Dann sorgt er hier für Autorität mittels Schrecken. Das können wir schon mal machen. Dann gehen wir einfach hier drauf. Jawohl. Und dann müssen wir natürlich schauen, in welche Richtung wir hier ungefähr gehen. Ja, ob hier eventuell der Folterer, Anstifter, Verführer. Und wir müssen ja auch nicht in diesem Bereich bleiben. Ja, wir können ja, seine Talente sind ja hier weit gestreut. Wir können da ja theoretisch auch immer mal wechseln. So, aber ich finde, das ist jetzt so hier mein Ersteindruck. Gehen wir einfach mal darauf. Okay. Nächste Geschichte. Ratschlag-Komplotte. Das können wir, denke ich, mal einmal deaktivieren. Verlobte können dann noch heiraten. Wir sind über der Domänenschwelle. Leere Ratsposten und die Legende. Jetzt gucken wir vielleicht erstmal in den Rat hinein. Denn hier müssen wir noch ein paar Personen einsetzen. Wir sollten, denke ich, schauen, dass wir hier ja, diese Domänen unterhalten können. Schauen wir mal, ob es etwas bringen würde, wenn wir auf Domänenverwaltung gehen, dass die Frau ihn hier unterstützt. Das bringt leider nichts. Okay, dann bleiben wir hier mal generell auf Herrscher helfen. Und dann müssen wir hier einen Ratsmarschall und einen Ratskanzler besetzen. Und er möchte hier Lothar umbringen. Das heißt, ich denke mal, er kann ihn hier nicht leiden. Man könnte jetzt sagen, er möchte ihn in Sicherheit wiegen und behält ihn hier als Ratsverwalter, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, er hatte bisher ja nur keine Handhabe gegen ihn und sein Vater war ja sehr zufrieden mit Lothar. Aber der wird hier auf jeden Fall rausgeschmissen. Wen möchte er hier einsetzen? Und da haben wir ja tatsächlich jemanden, sogar theoretisch zwei Personen. Einmal Graf Walram, Nachkömmling von dem früheren König von Deutschland, aber ja ganz schlechtes Verhältnis. Und diesen Graf nicht Graf, sondern diesen Poppo von Stolzenberg, der hier vor geraumer Zeit mit an den Hof kam, ein Ritter ist und sehr, sehr begabt hier ist, was die Verwaltung angeht. Und den wird er hier zuweisen. Und ich denke, er behält ihn hier auch nicht als Chronist bei. Die vorherige Person hier. So, jetzt gucken wir mal beim Ratskanzler. Wir gehen natürlich erstmal hier nach Kompetenz, ja. So, er könnte seinen Bruder hier mit reinbringen. Dann hätte er da ein besseres Verhältnis zueinander. Das wäre möglich. Bürgermeister Budivoy, der Poet. Der ist ja auch verletzt. Hat aber hier einen 17er Diplomatiewert. Sein Bruder. Schauen wir mal. Der ist großzügig, auch ein religiöser Eiferer. Aber auch ehrgeizig. Das kann natürlich so ein bisschen gefährlich sein. Aber ich denke mal, ist es hier besser, diesen Bürgermeister zu nehmen? Da hat er ja auch kein gutes Verhältnis. Der gehört einer ganz anderen Kultur an und auch Religion, soweit ich weiß, da ist er dann sowieso skeptisch. Also ich glaube, er wird hier ihn zuweisen. So, und als Ratsmarschall, wen wird er da einsetzen? Radoslav Gnivosch, ein ausgezeichneter Ritter. Wäre eine Möglichkeit. Gibt es da noch irgendeinen mächtigen Vasallen, Prinz Magnus, seinen Bruder.
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Er ist ein mächtiger Vasall. Er könnte seine Brüder hier so ein bisschen milde stimmen. Er ist erst 16. Er könnte aber hier mit seinen Aufgaben wachsen. Also ich kann mir das hier sehr gut vorstellen. Das ist halt hier ein brillanter Stratege, ja. Ausgezeichneter Ritter. Hat hier aber auch nur einen Kriegsführungswert von 14. Und er muss halt auch schauen, dass er hier die mächtigen Vasallen irgendwie milde stimmt. Ich glaube, er würde hier sogar seinen Bruder einsetzen. Wir machen das mal. Prinz Magnus, auch wenn er hier stottert, Diplomatiewert geht runter, aber die Kriegsführung leidet darunter zumindest nicht. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich mache das jetzt hier mal. Okay, Ratsspitze bleibt, glaube ich, identisch. Das ist so schon in Ordnung. Er könnte natürlich hier das Komplott noch mit unterstützen. Wie erfolgreich würde das denn hier ablaufen? Erfolgschance nur bei 5%. Ah, weil das Komplott bereits aufgedeckt wurde. Aber er hat das hier auch nicht abgebrochen. Ich glaube, da braucht man gar nicht unterstützen. Wir können aber mal schauen, wie sich das hier eventuell auswirkt. Wenn wir hier Komplott unterstützen machen, wie sieht es denn dann aus? Auch 5 und 10%. Ja, das bringt nicht allzu viel. Dann bleiben wir hier auch mal auf... Nee, Moment, jetzt ist auf Unterstützen, oder? Jetzt muss ich nochmal schauen. 5 und 10%, ja. Bringt nichts. Dann gehen wir hier wieder auf Komplotte stören. Er wird das jetzt hier trotzdem versuchen durchzusetzen. Dann gucken wir hier auch gleich mal noch in... zu den verschiedenen Ämtern. Gefangene sind hier übrigens auch noch drin. Noch einige andere Personen hier vor allem, die wir vielleicht auch mal noch abhandeln sollten. Hier Dietwin von Regenstein, der könnte auch noch freigelassen werden. Aber ich dachte für Gold, nicht wirklich. Na gut, er ist auch recht gefühllos. Also die hier im Kerker schon seit einer gewissen Zeit drin sind, die wird er wahrscheinlich hier sogar fast vergessen haben. Hier ist übrigens noch ein Arzt, das ist auch interessant. Aber was ich eigentlich gucken wollte, waren hier die verschiedenen Hofämter. So, und zwar, wir gucken mal, Hoftutor, hier haben wir noch diesen Vorkoster, der hier allerdings schlecht geeignet ist. Gibt es da irgendwen anders? Prinz Aribo, der Sohn, nein, das machen wir nicht. So einen ausgezeichneten Ritter, Lothar selber hier wahrscheinlich auch nicht. Waldemar von Comburg, das könnten wir hier vielleicht machen. Weil ich weiß nicht, wie sehr er ihm hier traut, na, als religiöser Eiferer. Und dann ist der hier einer anderen Religion zugehörig, ich glaube... Den möchte er hier eher nicht so haben. Also er würde vielleicht sogar eher fordern, dass er hier bekehrt wird. Er würde sogar annehmen. Nur ob er ihm dann traut. Er ist auch der Vorkoster seines Vaters gewesen. Wir machen das mal. Er gilt ja hier als auch gerecht maßvoll demütig. Okay, also er wird das hier, denke ich, von ihm fordern. Dann wird er da vielleicht sein Amt behalten können. Seneschall haben wir hier noch, Landfried, Hofmusikant, Hofgrundist, hier haben wir Lothar, ja. Und der wird hier natürlich, denke ich, abgesetzt. Lothar wird ersetzt. Die Frage ist, durch wen? Können wir natürlich diesen Erzbischof hier wieder einsetzen? Das hatte ja eigentlich so ein bisschen Tradition, machen wir auch. Ersetzen. So, und ein Amme ist noch wichtig, weil er hat hier viele Kinder, Gertruda. Aber das war doch eigentlich die... die hier nicht so gut geeignet war, oder? Irgendwas war gewesen. Der Ehemann wurde, glaube ich, eingekerkert und vielleicht hat sie da noch irgendeinen Groll gegen die aktuelle Herrscherdynastie hier. Von daher werden wir wahrscheinlich noch nach einer Amme suchen. Und da müssen wir hier so eine Entscheidung erstmal treffen, beziehungsweise hier mit der Suche beginnen. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir hier mal der Reihe weiter. Also eine Legende erben. Wir können eine Legende erben. Wie auch immer das hier funktioniert. Es gibt natürlich ja auch andere Sachen. Hüter der katholischen heiligen Städte. Die Frage ist hier natürlich, geben wir das jetzt hier einfach auf, diese Legende? Oder machen wir hier irgendwie weiter? Besitz beginnen. Also irgendwie geht diese Legende natürlich hier auf ihn auch so über. Die Frage ist, ob er das halt aktiv weiter vorantreibt mit diesen enormen Kosten. Also ich denke, wir können das hier schon weitermachen. Das ist ja hier auch nicht nur auf ihn bezogen. Dann machen wir das mal. Kostet hier auch erstmal nichts.
Und ja, also natürlich die laufenden Kosten, aber nichts, was so direkt das anbelangt. Was wir aber, denke ich, machen, ist, dass wir bei diesem Hofchronisten hier sagen, dass er seine gewöhnlichen Pflichten wahrnimmt und nichts anderes hier, ja. Ich meine, eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, hier Hüter der katholischen heiligen Städte und so weiter als religiöse Eiferer, aber wir machen jetzt mal nach und nach, ja. Das könnte man, glaube ich, hier immer noch ändern. Und das würde ja hier, wenn man das erschafft, auch nochmal sehr viel kosten. Okay, so. Also wir sind immer noch über der Domänenschwelle. Müssen das immer noch abgeben. Verlobte können ja aber heiraten. So, wer ist das ja? Also hier, der Sohn und Erbe von uns. Jetzt gucken wir nochmal, dass es hier Prinz Megen hat. Der gilt als demütig, auch ein religiöser Eiferer und großzügig. Ja, also irgendwie wirkt er so ein bisschen charismatischer hier als König Rothard oder sympathischer, sagen wir mal so. Und er könnte jetzt hier Gräfin Wulfhilde von Hohenlohe heiraten. Ist die Ratsspitze denn auch noch von Prinz Magnus? Und dann werden wir hier den Vorschlag, denke ich, abschicken. Das ist so schon in Ordnung. Allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Gern soll euer Sohn und Erbe Meginhard den heiligen Bund der Ehe mit mir eingehen. Wunderbar. Nächste Geschichte. Wir haben hier noch Artefakte. Können mal noch schauen, ob was er hier hält. Schmuckstücke, eine Architektenauszeichnung, Zeichnung. Burggebäudebauzeit geht dadurch runter. Eine kleine religiöse Schnitzerei. Rechte und Erlasse. Das könnte man auch hier alles nochmal reparieren. Er hat hier keine Krone und so weiter. Ist die Frage, was ist das hier? Schwert in Augsburg. Das war so ein Gedicht. Ein Gedicht, das dem Sieg von Herzog Markwart über den ekelhaften Herzog Frederik gewidmet ist. Das ist hier irgendwie aber recht persönlich. Also vielleicht sollten wir das da für reinnehmen. Also diese kleine Schnitzerei hier. Was gibt es da noch? Rechte und Erlasse? Okay, Vasallenschwelle plus 2 monatliche Verwaltungslebenswandelerfahrung. Und dann hat er hier noch ein verziertes Band dabei. Ein Streifen Seide, bestickt mit Blumen. Okay. Ja, ich denke, das passt so schon. Die Architektenauszeichnung wird er jetzt hier nicht vielleicht unbedingt primär tragen. So, nächste Geschichte. Ich glaube, am Hofe war auch noch etwas zu tun, oder? Schauen wir da mal rein. Hier noch irgendein zusätzliches Artefakt, Hofartefakt. Wird uns das jetzt hier irgendwie angezeigt? Scheinbar nicht. Kleines Wandornament könnten wir hier vielleicht noch reintun. Ein Fell eines Tiers von einem Hasen gibt ein bisschen mehr Prestige. Ja, warum packt man das da nicht dran? Hier haben wir ja jetzt nichts weiter. Also nur dieses eine Fell könnten wir jetzt hier nochmal umhängen. Okay. Der Hof ist hier auch ein Gelehrtenhof. Auch da sollten wir vielleicht nochmal drauf schauen bezüglich der Hofpracht. Er ist ja jetzt hier nicht wirklich arrogant. Und die Verpflegung, ob wir die vielleicht hier so ein bisschen runterstellen. Aufwendige, ansehnliche Verpflegung. Ich denke schon. Sein Vater war ja da so ein bisschen unersättlich. Das können wir, denke ich, ein bisschen runtersetzen. Die Dienerschaft, einige Dienerschaft, das ist, denke ich, okay. Ansehnliche Unterbringung, ansehnliche Mode. Ja, ich denke, das passt so. Und dann werden wir diese Änderung hier einmal anwenden. Gelehrtenhof können wir auch lassen. Die neuen Annehmlichkeiten kosten dann halt ein bisschen weniger. Gibt halt nicht mehr so ganz so üppiges Essen hier. Okay, habe ich noch was vergessen? Jetzt gucken wir mal hier oben rein. Es gibt hier immer noch eine niedrige Gemeindekontrolle in Erbach und in Nördlingen. Es gibt immer noch deaktivierte Gebäude. Mhm. Ihr könnt Graf Kuno von Ravensburg an Prinz Wenzel von Deutschland übertragen. Das sollten wir hier, glaube ich, auch machen. Dass wir diesen einen Vasallen übertragen. Das wird ja immer nur vorgeschlagen, wenn das hier tatsächlich rechtmäßig ist, ne? Machen wir das einmal. Okay, ist natürlich immer eine gewisse Schwächung dann hier auch, aber ich denke, das passt so schon. So, dann geht's noch weiter. Ihr könnt Kriegsvolk Regimenter stationieren, auch noch wichtig, aber der Sohn kann ja auch noch heiraten, Bündnisse können noch ausgehandelt werden. Okay, jetzt machen wir erstmal der Reihe nach. Oh, nichts ist hier stationiert. Und was ich hier gerade sehe, wir haben jetzt hier
Moment mal, zwei Bogenkämpferregimenter? Das eine ist hier über alle Maße drüber, das andere ist hier nur eins von fünf? Hat bestimmt mit diesen Auszeichnungen zu tun. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das Ganze hier stationieren, ne? Stationiert in Innsbruck. Okay, das war schon stationiert. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wir hier das leichte Fußvolk stationieren. Ist ausgehoben. Ach so, und deswegen können wir das hier gar nicht machen. Okay, dann müssen wir das natürlich vertagen. Und Titel können geschaffen werden. Herzogtum von Tirol und so weiter. Das würde hier... Bringt das hier was dann bezüglich der Besitztümer? Eigentlich ja nicht, ne? Aber das müssen wir uns auch noch anschauen. Und Aribo. Da könnten wir vielleicht mal schauen, ob wir hier eine gute Verbindung noch haben könnten. Beziehungsweise vielleicht müssen wir hier auch zuerst die Bündnisse neu aushandeln, die wir haben könnten. Also mit wem könnten wir hier ein Bündnis aushandeln? Mit Prinz Wernher und so weiter. Okay, mit den Söhnen dann sowieso, aber dann machen wir das hier mal zuerst. So, und hier schauen wir, denke ich, einmal nach Bündnismacht. Und er könnte jetzt hier mit 16 Prinzessin Wulfwith Birgisdodder von England heiraten. Das wäre natürlich hervorragend irgendwie, weil wir hier mit dem Königreich von England eine Verbindung eingehen würden. Aber ist halt null, dann würde er hier keine Nachkommen zeugen. Das ist halt, das ist schon zu weit auseinander, muss ich sagen. Dann gäbe es hier die hübsche Prinzessin Katharina von Friesland. Naja, okay, da kann man sich, denke ich, streiten. Und dann hätten wir hier noch die Prinzessin von Irland mit 10 Jahren. Das wäre, denke ich, besser, oder? Wen haben wir denn hier noch? Wie sieht's mit Irland eigentlich aus? Katholisch, nordisch, allerdings von der Kultur her. Ist seine einzige Tochter hier. König Birger Björsen. 4600 Mann. Das wäre durchaus ein gutes Bündnis. Das ist ein mächtiges Königreich. Ich denke, das würde er hier eingehen. Okay, probieren wir's. Vorschlag wird abgeschickt. So, und ich denke, den Rest machen wir dann alles in der nächsten Folge. Meine Güte, ist hier viel zu tun. Ja, und ich glaube, wir werden hier nicht drumherum kommen, dass wir hier noch eine Domäne abgeben. Da müssen wir uns dann natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, welche Domäne da am angebrachtesten ist. Aber das schaue ich mir dann nochmal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.